Grüße und willkommen, Bomoschis, hier beim neuen VR-Mod-Video. Wie ihr im Hintergrund und an dem Videotitel bereits erkennen konntet, zeige ich euch, wie ihr nativ auf der Quest 2, Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior, Redneck Rampage etc., also diese ganzen Build-Engine-Spiele, in VR auf der Quest 2 zocken könnt. Wie immer zeige ich euch als erstes, wie ihr das alles installiert und dann jeweils noch ein paar Eindrücke von den jeweiligen Spielen. Also, bis gleich. Wie immer braucht ihr natürlich die Originalspiele, um die Source-Ports oder den VR-Mod nutzen zu können. Ich habe mir damals Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood bei GOG geholt. Die Sache ist jetzt, wenn ihr Duke Nukem 3D heute noch haben wollt, gibt es nur noch die 20 Jahre Jubiläums World Tour Edition. Die funktioniert aber auch soweit ohne Probleme, weil da ist auch die GRP, die Group-Datei, auch mit drin. Da müsst ihr auf Steam diese Version benutzen, weil die Atomic Edition gibt es so nicht mehr. Eventuell findet ihr noch einen Key bei einem Key-Reseller, aber wenn ihr Duke Nukem 3D haben wollt, könnt ihr nur noch auf die World Tour zurückgreifen. Und wenn ihr die anderen Spiele haben wollt, braucht ihr natürlich auch. Die gibt es immer noch, ganz normal. Ich habe hier Shadow Warrior Classic Complete. Zum Beispiel noch das Original Blood, One Unit Whole Blood. Aber auch da müsste die Fresh Supply funktionieren. Quasi die neueste portierte Version von Night Dive Studios. Als nächstes braucht ihr natürlich die Mod. Die ist noch hinter Patreon. Aber wie bei allen VR-Mods von Team Beef, sobald die wirklich komplett fertig sind in der Version 1.0, werden die gratis öffentlich zur Verfügung gestellt. Jetzt Patreon zu sein und da jetzt dran zu kommen, ist quasi, ihr möchtet das Team unterstützen bei der Arbeit, die sie machen. Die neueste Version ist jetzt 0.2.3. Zusätzlich gibt es jetzt den Razer XR Launcher. Zuvor war es so, dass ihr wirklich jedes Verzeichnis immer neu reinkopieren musstet, um das spezielle Spiel oder das spezifische Spiel, was ihr haben wolltet, starten zu können. Jetzt könnt ihr separate Verzeichnisse erstellen und euch am Anfang durch den Launcher das Spiel eurer Wahl aussuchen. Das macht schon mal sehr viel einfacher. Wenn ihr die Dateien runtergeladen habt, das sind zwei Stück, wie immer könnt ihr das über SideQuest installieren. Oben einfach Install APK-File from Folder benutzen. Dann seht ihr hier, habe ich schon die Dateien drin. Ihr installiert einmal den Razer XR Launcher APK, die APK und die Razer XR 023 APK. Halt die letzte Version. Geht ihr auf Öffnen, das Ganze wird installiert. Dann startet ihr einmal eure Quest 2, geht auf unbekannte Quellen und startet nicht den Launcher, sondern einmal die Razer XR. Das bewirkt, dass einmal die nötigen Verzeichnisse erstellt werden. Und dann könnt ihr via File Manager auf eure Quest zugreifen. Dann solltet ihr dieses Verzeichnis haben, Razer XR. Diese 5 Verzeichnisse sollten nicht da sein. Ihr werdet nur dieses Race-Verzeichnis haben. Die Race.pk3, Command-Line, Race.sf2. Je nachdem, welche Spiele ihr installieren wollt, könnt ihr euch dann jetzt die Verzeichnisse erstellen. Ich habe jetzt diese 5 Spiele drauf. Ich habe Blood drauf, Duke 3D, Exhumed, Redneck Rampage und Shadow Warrior. Dementsprechend die Verzeichnisse. Wir nehmen jetzt nur als Beispiel für die Installation Duke Nukem 3D. Ihr erstellt das Verzeichnis, öffnet das Verzeichnis und müsstet nur die Duke 3D Group Datei reinkopieren. Die findet ihr im Spieleverzeichnis. In der 20th Anniversary World Tour Edition wäre das dann hier die Group 3D.grp. Die kopiert ihr einfach und fügt sie ein. Zu diesem Zeitpunkt seid ihr jetzt für Duke Nukem 3D komplett fertig. Ihr könnt jetzt den Razer Launcher starten, euch Duke Nukem 3D aussuchen und dann sollte es auch ohne Probleme ins Spiel starten. Wenn ihr jetzt noch die anderen Spiele installieren wollt, aber ihr möchtet wissen, welche Dateien brauche ich denn jetzt? Es gibt von Race, auf der die VR-Mod basiert, auf dem Source-Port, eine Liste von unterstützten Spielen und welche Dateien ihr dafür benötigt. Den Link zur Wiki-Seite werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Blood spielen möchtet, dann bräuchtet ihr die Blood Indie, Blood RFF, die GUI-RFF, Sounds-RFF etc., die Tiles 00 bis Tiles 17, die Foxelat. Ihr steht genau, welche Dateien ihr braucht. Exhumed ist das, die Book.mov und die Stuff.dat. So geht ihr dann vor. Und das wäre alles, was ihr zur Installation wissen müsst. Wir schauen uns jetzt als erstes Duke Nukem 3D an. Dann werden wir uns Blood anschauen und dann eventuell noch Shadow Warrior, Exhumed oder Redneck Rampage. Da muss ich mal gucken,
was wir uns anschauen. Auf jeden Fall Duke Nukem 3D und Blood, weil Blood meiner Meinung nach das beste Build-Engine-Spiel, was es jemals gab. Und halt Duke Nukem 3D, weil das ist der Ur-Shooter der Build-Engine neben Doom, der Klassiker schlechthin. Also, wie Duke sagen würde, let's rock. Wie gesagt, ihr geht auf unbekannte Quellen und dann nehmt ihr den shitty Race XR Launcher. Dann habt ihr hier die Vorschläge von den Spielen. Und dann nehmen wir als erstes jetzt Duke 3D. In diesem Fall benutze ich die Atomic Edition, nicht die World Tour. Ihr habt jetzt ein paar Ja-Optionen. Kontrollschema habe ich jetzt auf linke Hand. Ihr könnt dann nochmal zusätzlich die Sticks tauschen, unabhängig von der Endigkeit. Ob ihr halt Smooth Snap Turn wollt. Die Höhe könnt ihr noch anpassen. Positionales Tracking, dass ihr euch wirklich auch quasi mehr oder weniger frei bewegen könnt. 6 Stock Weapons, Crosshair. Da müsst ihr euch mal so ein bisschen durchklicken. Das sind die VR-Optionen. Ihr könnt natürlich noch in den normalen Optionen Soundlautstärke oder sowas anpassen. Mehr oder weniger auch die Steuerung, aber das simuliert halt ein Gamepad oder die Tastatur. Deswegen, ihr habt jetzt nicht A-Knopf von dem Oculus-Controller oder X oder Grip oder Trigger. Das gibt's da nicht. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Aber normalerweise ist die Standardbelegung schon sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Spiel. Let's rock. Let's rock. Damn, those aliens bastards are gonna pay for. Ja, wie gesagt, ihr habt nur Sprites als Waffen momentan. Ich hoffe, dass 3D-Waffen oder zumindest Voxel-Waffen noch hinzugefügt werden. Es geht ohne Probleme. Ihr achtet später sowieso noch auf das Fadenkreuz und nicht, wie die Waffe aussieht. Zweihändig greifen gibt es sowieso noch nicht. Ihr zielt eigentlich nur mit einer Hand. Aber jetzt schon die Mucke und es ist das Spiel, dass ich das mal in VR spielen kann. Das ist einfach absolut geil. Ihr könnt natürlich auch einstellen. Ich kann natürlich jetzt hier nicht springen. War das hier? Nein. 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 Gameplay Options. Ob ihr Auto-Aim anhaben wollt, würde ich momentan auf Always lassen. Es ist halt alles noch ein bisschen buggy. Es kann sein, dass wenn ihr dahin zielt mit dem Fangkreuz, dass ihr nicht exakt dorthin schießt. Dieses Spiel oder die Build Engines waren sowieso stark auf Auto-Aim ausgelegt. Deswegen müsst ihr euch nicht schämen, falls ihr es benutzt. Ja, ich kenne mich schon ein bisschen in dem Spiel aus. Ich habe das ja als Kind bis zum Erbrechen gezockt. Es ist genial. Es ist einfach absolut genial. Eigentlich gibt es noch eine Taste für Kick, aber die habe ich anscheinend irgendwie nicht definiert. Oder aus Versehen noch nicht definiert. Aber das ist nicht schlimm. Weil da hätten wir jetzt halt ohne Munition zu verschwenden den Lüftungsschacht auftreten können. Oh. Sollte vielleicht Auto-Waffen wechseln, ausstellen. Ich krieg voll auf den Sack.
Mal Nick benutzen. Ich habe schon wieder aus dem Waffe gewechselt. Sollte mich doch vielleicht in echt drehen und nicht per Stick, natürlich nicht mal auszusehen, Waffen wechseln. Mit dem Jetpack. Alter, was geht hier ab? Sau. Jetzt wieder die Scheiße abgewechselt. Oder hatte ich keine Munition mehr? Ja, keine Munition mehr. Ah. Jetzt habe ich wieder Munition. Pipebombs brauchen wir nicht. Ja, jetzt haben wir den Level erstmal ganz cheesy beendet. Da wäre eigentlich noch ein ganz anderer Bereich gewesen, wo man hätte lang können. Ja, und was soll ich dazu sagen? Das ist mega geil. Das ist fucking geil, das endlich in VR zu spielen. Wir springen jetzt einmal zu Blood und schauen uns da einmal den ersten Level an. Das hier ist mein absolut Lieblings-Build-Engine-Spiel überhaupt. Blood ist absolut genial. Ich spiele auch hier mit One Unit Whole Blood, One Whole Blood Unit, keine Ahnung. Nicht die, wie heißt das? Fresh Supply? Supply Fresh? Fresh Supply? Halt die neue Port-Release-Version von Night Dive Studios. Die Optionen sind bei den V-Optionen momentan identisch. Die normalen Optionen können pro je nach Spiel variieren. Da gibt's dann Pink on the Inside. Genau, bevor ich das vergesse, dieses Spiel hat Redbook Music, also Musik von Audio-CD. Die sind bei den Versionen meist dabei, in dem Verzeichnis Music als Ogg-Dateien. Die könnt ihr auch in dem Spiel oder in den VR-Ports benutzen, indem ihr in das Spieleverzeichnis geht, auch Music-Verzeichnis erstellt, also Music mit C auf Englisch, und dort die Ogg-Dateien reinkopiert. Und dann könnt ihr CD-Emulation onstellen, da gibt es dann noch Redneck Rampage oder Exhumed, die haben auch CD-Audio, falls es aus ist oder wenn ihr es nicht möchtet, könnt ihr es ausstellen, dann habt ihr ganz normal die MIDI-Musik. So, wir nehmen uns mal die MIDI-Flares mit. Ein bisschen Dynamite. Ja, wie gesagt, auch hier sind es noch Sprites. Das ist ein bisschen. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, halt mit Sprites in der Hand rumzufuchteln. Aber dieses Spiel ist so absolut genial. Und was Flat-Shooter angeht, ich sag mal, die Flat-Shooter, Sprite-basierte Shooter, die Build-Engine-Games haben mit die schönsten Sounds und Screen-Shaking, was Explosion angeht. Das ist... Oh, ich liebe es, ich liebe es. Thank you.
Ah, die scheiß Ratten haben es überlebt, ey. Nimm das doch mit. Doof. Jetzt mach doch an, doof. Jetzt. Genau, da sind keine Ratten drin. Aber die Taste habe ich jetzt mal gedrückt, um... Genau, das war Sprint umschalten. Ich weiß gar nicht, warum die auf Sprinten belegt ist, die Taste. Scheiß Ratten, ey. Drecksviecher. Ja, und das ist auf jeden Fall Blood. Ich will ja eben einmal kurz die ersten Eindrücke zeigen. Ich zeige jetzt noch einmal Exhumed und dann denke ich, haben wir erstmal das Gröbste soweit abgedeckt, weil Exhumed ist eigentlich so ein Spiel, das kennt nicht jeder, im Gegensatz zu jetzt Shadow Warrior, was ich noch hätte zeigen können. Ja, wir sehen uns bei Exhumed. Wir machen auch hier, das ist auch CD-Audio-Musik. Ja, Option auch wieder wie bei den anderen Spielen. Wir starten jetzt einfach mal direkt. Und das ist eins der ersten Build Engine Spiele, die ich damals von meinem Lehrlingslohn mir selbst gegönnt habe. War sogar auch vom Flohmann. Ich habe es nicht mal Retail gekauft. Damals konnte man ja noch viele, viele Spiele auf dem Flohmarkt kriegen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier hochgehe. Ich bin noch voll mit Energie. Und ich fand das Spiel damals so genial. Ich fand die Mucke geil. Das Spiel ist jetzt immer noch gut. Ein bisschen Trivia, während ich das Spiel zeige. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Exhumed, beziehungsweise Power Slave, wie es in den USA heißt, Exhumed im europäischen Bereich. Dieses Spiel gibt es auch auf der PlayStation 1 und jetzt, oh, ich habe die Waffe gewechselt, jetzt auch unter anderem als Source Port, offiziell auch von Night Dive, auf PC bei Steam. Die PlayStation-Version ist signifikant anders als die DOS-Version. Jetzt wechsel doch nicht immer die Waffen, was soll die Scheiße? Die DOS-Version hat... Ich hab schon vergessen, welche... Oh. So. Die DOS-Version hat eine lineare Levelstruktur. Die Level sind auch komplett anders. Die Story ist halt dieselbe. Und die PlayStation-Version ist eher so ein bisschen wie so ein Metroidvania. Ihr könnt zwischen verschiedenen Leveln hin und her reisen. Ihr schaltet verschiedene Sachen frei, kriegt verschiedene Sachen, die euch dann höher springen lassen, länger unter Wasser atmen und sowas, um dann in bereits besuchten Gebieten neue Bereiche zu erkunden. Und das sind halt die Unterschiede zu der... Beide Versionen sind geil. Dies hier ist halt logischerweise das, was auf der Build Engine basiert. Die DOS-Version, die PlayStation 1-Version, ist eine eigene Engine von den Urentwicklern von Lobotomy Software, soweit ich das richtig habe. Ja, so viel dazu. Das sollte auch ein kurzer Eindruck von Exhumed gewesen sein. Wer diese alten Build-Engine-Shooter mag, mochte und geil findet und die endlich mal im VR erleben möchte, hat das jetzt die Chance, dank Team Beef,
und dem VR-Port der Race XR Engine kann ich klar empfehlen. Viele haben es, das heißt viele, einige Retro-Zocker haben die Spiele wahrscheinlich eh noch. Und wenn nicht, die gibt es bei GOG, bei Steam, vielleicht noch bei Resellern für die Steam-Version. Und ja, das Internet ist groß und weit und die Kopien sollten irgendwo zu beschaffen sein, sagen wir es mal so. Klare Empfehlung von mir, als Retro-Zocker und als Shooter-Fan, testet es selber aus. In diesem Sinne soll es das von mir für heute, für dieses Video gewesen sein. Ich wünsche euch was, ciao, bis zum nächsten Mal.